So, herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Abandoned Souls für euch. Und ab geht's. So. It is 2015. Tim, Urbex Vlogger, per his viewers' request, sets out to explore an abandoned hospital in a forest in the middle of nowhere. The web forum, Tim, frequent, okay, und ist vorbei. Alles klar, wir sind Vlogger und nehmen unsere Community mit in den Wald zu einem verlassenen Krankenhaus. Klar. Sie sagen? Was sagen sie denn? Na? Dichten Fichten, die geschehenden Fichten dicht beieinander, oder was? Oh, es ist kein gewöhnliches Krankenhaus. Oh, Abandoned Souls. Nice. Sieht schon mal cool aus. Es ist ein Bodycam-Horror. Heißt, wir haben wieder eine kleine wackelige Kamera. Alles ist so ein bisschen Fischaugenmäßig irgendwie. Okay, here we are. An old abandoned hospital building to operate in the 80s. I'm going to enter this building to shoot a video for my viewers. Ach, seht ihr, wozu ihr uns zwingt? Zu solchen schrecklichen Sachen. Alter, ist das finster. Ist das finster. Okay, ist ein bisschen pixelig irgendwie, aber es ist, ich mag's. Ich mag sowas eigentlich irgendwie. Mit der Fischoptik hält sich auch noch ziemlich in Grenzen. Cool, alles klar. Das ist unsere Karre. Läuft bei uns, würde ich sagen, wa? Schön. Na bitte. Großartig. Ich kann mir sowas nicht leisten, aber ich muss ja auch nicht in irgendeinen Wald fahren und irgendwelche komischen Abandoned Hospitals besuchen. Gott sei Dank. Das machen wir erst ab 2000... Abonnenten. Nicht. Scherz. So, okay, was haben wir denn hier Schönes? Und, oh, Couch. Wunderbar. Alles ist wieder rausgetragen worden. Hier muss ja keiner irgendwie Sperrmüll irgendwie auftragen. Kann man ja alles Gammli in den Wald stellen. Warum auch nicht? So. Schön. Look, I need to find something to break these planks. Oh, das Licht. Und es raschelt. Kann ich da irgendwie hin? Oh, krass. Ja, das ist schon cool gemacht hier mit den Zweigen. Oh, Zaun. Okay. Kann ich da irgendwie hin? Hier an den kleinen Stromkästen kann ich auch nichts machen. Nee, kommen wir nicht hin. Kommen wir nicht hin. Muss ich wieder komplett raus? Das sieht schon krass aus. Das sieht schon krass aus. Ich schau mal kurz irgendwie, es war der Zaun dazwischen. Schauen wir mal, ob wir von außen rumlaufen können. So, das ist übrigens Rennen. wir sind anscheinend ein etwas vielleicht feisterer, aber auch vielleicht etwas fußgehemmter Vlogger. Auf jeden Fall sind wir nicht der schnellste. Wir sind nicht Usain Bolt. Das steht hier mal fest, weil das ist Rennen. Vor allem auch so in der Nacht. Warum? Wieso? Es gibt ja wirklich einen Haufen cooler Kanäle, die halt so Lost Places besuchen und auch ziemlich cool das inszenieren. Ja, muss man mal wirklich sagen. Leider kenne ich jetzt namenstechnisch jetzt keine irgendwie. Aber bin schon mal über ein paar gestolpert. Sehr, sehr cool gemacht irgendwie. Ne? Aber auch, warum denn in der Nacht, Alter? Warum in der Nacht? Europaletten. En masse Europaletten. Europaletten. Hallo? Okay, Pylonen. Hier haben wir noch ein bisschen Sauerstoff, glaube ich. Eine Kerze. Wer hat die angezündet? Fragen. Ist das ein Haus? Ja, das sieht aus wie ein Haus. Klicke durch, ja. Gott. Ist schon viel. Oh, warten, Alter. So, was haben wir hier? Kann ich das nehmen? Missing. Wo ist denn die Mitte? Missing Person. Ach Gott, du arme Sau. Okay, ducken jetzt schon mal. Weiß ich nicht, ob ich die gut finde. Oh, nee. Hi, hallo? So schöner Ostblock-Betonmischer hier. Wunderbar. Hallo? Also die Atmo kickt auf jeden Fall schon mal richtig drin. Die ist schon ziemlich krass.
Du siehst auch einfach gar nichts, Alter. Europaletten en masse. Europaletten. Obwohl, das sind ja schon fast Einwegpaletten. So, eine schöne Pennertonne, wunderbar. What? Was schreit denn da so? Oh, schön. Und wir können lehnen. Das ist die sogenannte Ascherlehne. Bekannt auf diesem Kanal hier. Oh, jetzt haben wir ein paar Chucks. Wunderbar. Können wir auch nicht nehmen. Na toll. So, dann kann ich hier ums Haus rumlaufen? Der Hubwagen hier, Alter. So mitten im Wald, so auf dem Boden. Oh, come on, stupid Flash. Nein, nein. Jetzt sieht meine Lampe kaputt. Nein. Weg dagegen. Great. Piece of crap. Ja. Wer pfeift da? Frag für einen Freund. Hallo? Ja! Oh, oh. What the hell was that? Alter, das hat mich jetzt... Oh, komm. Ja, das ist ja eine schöne Einstimmung auf das Spiel. Müssen wir schon mal los sieht hier. Oh, Mann. Oh, da hier. Is that a crowbar on the table? Ja, it is. Und wir haben es. Ich würde doch den Hammer mitnehmen. Wieder Hammer. Was? Alarm. I need to go back to the car. What? Wieso? Was ist jetzt schon wieder mit meinem Auto? Oh, krass. Hier die Karre da. Oh, einfach verbumste Ding im Wald gefahren. Wie ist der überhaupt da hingekommen? Überall Bäume um den rum. Ach du Scheiße. Oh, krass. Da hinten mein Auto macht da so ein Alarm hier, wa? Irgendwie so mit dem Licht. Auch cool gemacht. Sieht schon geil aus. Sieht geil aus. Bis jetzt bin ich sehr angetan von dem Spiel. Und ich weiß, ich werde hassen. Weil es schlimm wird. Krass. Cool, cool gemacht. Gefällt mir. So, warte mal. Aber ich kann anscheinend hier nicht überlang laufen. Ich muss auf den Türblättern bleiben. So, war das jetzt gerade der Irre aus dem Schuppen? Der mein Auto angefasst, rastig aus. Rastig aus. Da musste ich viele Subs einfahren dafür. I need to get closer to deactivate the alarm. It's old. I want to install a new one before leave, but I'm a lazy ass. Ja, alles klar, ein fauler Arsch. Hätt's mal gemacht. Ich bin skeptisch. That's better. Alter! What the hell? Is that a bloody egg sticking out of my car? Who could have done this? Damn. It looks like a warning. I have to decide if I should go into this building or if it's better to go home. Alter, go home. Aber do not enter. Na, was würdest du, was, ja. Lieber Zuschauer, wie würdest du dich jetzt an dieser Stelle entscheiden? Würdest du in dein Auto steigen? Oder würdest du nachts in dieses ekelhafte, ja wohl anscheinend nicht ganz so, verlassene Hospital klettern. Hm? Schreibt es mir mal bitte unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Oh Gott. Kann ich die Axt nehmen? Ich will die Axt haben. Nein. So, lass mich raten. Wo könnten wir? Wäre interessant, wenn man das Spiel tatsächlich jetzt hier abbrechen würde, aber ich würde es nicht tun. Ich würde es jetzt nicht machen. Weil wir sind ja hier, um das Hospital zu sehen. Ja, machen wir interessant. Ich glaube, ich werde es mal in einem zweiten Versuch mal probieren, ob man auch einfach so jetzt das Spiel beenden könnte. Und im ersten Stock ist Licht. Schön. Möchte ich nicht. Möchte ich einfach nicht. So, Taschenlampe ist auch im Arsch, ne? Schön. Großartig. Ganz großartig, Alter. So, dann popelt mal die Bretter ab. Renn jetzt in die Bumsbude. So, schön. Hier hin! Mach los, hier hin!
was that? It was if he was trying to tell me something. I hope he can. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er hier nicht reinkommt. Hat er uns jetzt gerade von außen eingenagelt? The guy said a lie. The place gave me goosebumps. Need to find some records to learn more about this place. Alles klar, ja, hier habe ich nicht nur mehr als Gänsehaut, meine Lieben. Hier ist der Schlüpfer voll. Oh Mann. Der Taschenlampe ist natürlich im Arsch. Guckt euch das an. Das ist jetzt unsere Sicht. Ach du Scheiße. It looks like I just started raining outside. I go inside just in time. Ja, du Glückspilz. Du Glückspilz. Draußen regnet es. Du hast es noch hingeschafft. Ja, gut, okay, Ratten finde ich jetzt nicht so. Damned fucking rat. Scared the hell out of me. Das fand es jetzt schlimm. Ich fand tatsächlich die beiden Beknackten da draußen gerade ein bisschen schlimmer. Auf die ist jetzt ja nicht ein, wa? So, okay, was? Hoppala. Was ist jetzt? Oh, hier hängt was draußen. So, also wir sollen hier ein paar Aufnahmen finden, ein paar Records. Um zu wissen, was hier stattgefunden ist. Oh, noch eine schöne Blutkonserve hier. Wunderbar, hier liegt noch alle da. Ein paar Medikamente. Onmas Medikamente, bitte. Na, hör mal. Und es ist alles so finster. Das ist so düster. So, hier kommt nie rum. Das ist der Teddy. So. So, hier sitzt doch eigentlich und hier schläft jemand. Hier schläft jemand. Was ja grundsätzlich jetzt nicht so ungewöhnlich ist bei verlassenen Plätzen, aber die Frage ist, wo ist er? Warten, warten. Ich glaube, da war er. Ey Mann, Alter, ich wollte doch dein Zeug gar nicht haben. Du kannst dein Häschen pinken Rucksack behalten. Okay, also ich bleibe bei der These, dass wir ein relativ feister Kerl sind. Ein Funzkerl sozusagen. Alter, die ganzen Medikamente hier drin. Weil wir uns tatsächlich nicht besonders gut durch irgendwelche Sachen durchbewegen können. Also ist da ein kleiner Stuhl, wartet, kommt nicht dran vorbei. Ist kein Problem, Junge, alles... Someone was peeking around the corner. So, was piekt denn hier around the corner? Hallo? Scheiße. Oh. 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 Nee, da war einer am Fenster. Oh. Alter, überall. Missing Person. Oh, man kann sie so aufnehmen. Ah, ja, das sieht doch sehr nach Entwickler aus. Das sieht doch nach Entwickler aus. Überall sind Tonnen weißer Medikamente hier irgendwie. Und wenn das jetzt nicht nur reine Medikamente, die Durchfall sind, irgendwie wäre er eigentlich ein gemachter Mann, wenn er die mitnimmt. Und, abgibt. Ne? So, was haben wir hier? Oh, hier haben wir was. Okay, ich versuche mal den rechten Text oben zu lesen. Irgendwie, denn ist es ein bisschen angenehmer. So, warte mal, wir machen uns vielleicht eine schöne Stimme dazu. Eine schöne Stimme. Mal gucken, mal gucken. Mike, I cannot believe they are shutting us down. What about all the locals? Where are they going to turn for help now? How will they reach the town? It's miles and miles away. Strange, according to the papers, our sponsors have been very generous and investing much more than necessary out of hospital. Founding gap? Bullshit. Alex. Klang jetzt vielleicht ein bisschen alt für Alex, aber egal. It's really strange. They closed the only hospital for hundreds of kilometers around. Why? Ja, das... Aha, Mysterious Story. The guy on the forum where I've written the people were disappearing in the village near this hospital. It happened around the 80s. The note is date 1985. So, ich würde eine kurze Sache mal kurz probieren. Okay, alles klar. Ich, hab mal probiert, nochmal kurz die Overlays zu deaktivieren, aber während ich im Spiel bin, wird's nicht gehen, von daher, naja.
Hey! Kleine Stippvisite, Freunde. Bitch. Huh. Okay. Oh, hier haben wir nochmal einen Zettel. So, mal weggedreht hier. Who are all these peoples? What's with all this equipment they are hauling away? I have never seen hardware like this. And the body bags, I swear, this looks like body bags with well, corpse in them. But we are an ordinary hospital. We don't even have a morgue here. Where did the body bags come from? What's going on? Ja, lauter Body bags. I have the same question. Das haben wir alle. Das haben wir alle irgendwie. Also hier werden anscheinend Leichensäcke hertransportiert. What the hell was that? Hier werden Leichensäcke hertransportiert, obwohl wir hier keine Leichenhalle haben. Also ist die Frage... Für was? So, komme ich hier hin? No. Nicht? Oh Gott. Mal, ich war mal hier lang. Komme ich hier hin? Ja. Ach, Toilette. Schön. Mm. Hallo? Ist jemand gerade drauf? Da mal eine Frage. Fürchterlichen Spritzen, Alter. Ah, ekelhaft. Und da hinten, war da noch was? Ja. Oh! Oh! Komm ich da hin? Will ich da hin? Nee, komm da ja nicht hin. Warte mal. Oh, stopp, 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 stopp. Stopp. So. Hm? Okay. Okay. Alter, hier muss man ja wirklich so aufpassen, dass man sich hier in irgendeine Scheiße einfängt, ey. Ich meine, gut, wir werden eh sterben, das steht fest. So, also, ob wir uns jetzt irgendwie Hepzi reinfahren hier irgendwo, das ist dann, glaube ich, auch nicht mehr wichtig. So, okay. Alles klar. Weiter geht's. Help. Ja. Also, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich schon sehr, sehr früher, an einem wesentlich früheren Zeitpunkt gesagt, so, get back to the car. Und ab, weg. Phone ringing. How is it possible? There's no electricity here. The building has been abandoned for many years. Wo ist denn das jetzt? Kommt irgendwie aus der Ecke hier, wa? Achso, warte mal. Ist wahrscheinlich hier drin, ne? Wo ist die Tür? Hierfür? Wo ist die Tür hierfür? Oh, hier. Oh, ich hab... Hä? Oh, ist das fies. Oh, ist das gemein, ihr Schweine. Screw this, Rick. They are shutting us down. After all I've done for them. After all I have done for them. What we've done? The project was doing good. We were so close for our goal. But one of the sponsors decided that there are too many casualties. After all these years and so many lives secret, they decide to pull the plug so as not to alert the press? Hmm. The local suspect is already and they decide to close the hospital? Can't they see it's set off more alarm bells? Today, there will be a whole array of the equipment and all the subjects just like that and brought daylight. Idiots. 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 So, Idioten, könnte man mal sagen. So, hier war jetzt, okay, können wir, aber Telefon ist jetzt nicht mehr Thema, oder? Was? What's the sound? It looks like someone is crying. Ja, das bin ich. Das bin ich. Sie, das, hier, Dicker, kommt nicht durch. Ich komme nicht durch. So, guck mal, versuchen wir hier nochmal zwischen Stuhl und Schreibtisch zu kommen. Keine Chance, alles klar. Gehen wir mal raus. Wunderbar. Ich freue mich. Nicht. Hm. Hm.
Oh, hello there. Na? Wie kann ich dir denn... Ach, du meine Fresse. Hallo? Bin's Pfleger Steve. Wie kann ich helfen? Okay. Ich gehe zurück auf Station. Hi. Alter, du siehst mal gar nichts. Du siehst hier überhaupt nichts. Nichts mit Ü. Don't look up. Nein. Nö. Oh, scheiße. Okay, ich lege jetzt einfach den Zettel hin. Don't look up. What does it mean? Mann! Oh, Mann! Oh, ist das eklig! Oh, Gott! Oh. Oh, das Schlimme ist, du weißt ja, was passiert irgendwie. Du weißt ja, dass da irgendwas ist. Aber wenn dann auch noch was da ist, dann ist scheiße. Dann ist schlimm. So, was haben wir hier? Nicht mit Ü. Hier können wir auch nichts machen. Okay, gehen wir mal weiter. Nee, hier können wir nicht weiter. So, dann wollen wir hier vorne mal einmal rechts lang. Ist so eine Taschenlampe. What the hell is this? Ja, hier läuft ja eine nette Disco. Schön! Ach du Scheiße. Ach du. Na klar, so ein klein bisschen Licht wäre auch was Feines. So, was, kaputter Teddy, was hast du hier? Okay. So, was sagt uns das Bild? Schlimme Krankenschwester nimmt Teddy, schneidet Teddy auf, Teddy blutet und im Hintergrund malt kleiner Junge und wird von Monster angeschrien, gefressen, gequält. In der Schule. Oder hier im Hospital. Also, Krankenschwester kann ja also wahrscheinlich nicht in der Schule sein, sondern wird also hier im Krankenhaus sein. Yay! Nein! Hoppala. So, mal gucken, wo der Verrückte... Ah! Na, ist, Okay. So, Teddy hat den nächsten. Follow me. Okay, wir sollen den Teddys folgen. Will den Teddys nicht folgen. Where did he get there? In a strange picture. Ja, wer hat ihn da hingelegt? Und auch dazu dieses IKFT-Bild. Und warum leuchtet das hier wie die Bundeslade? Ja, Fragen über Fragen. Der Teddy von hier vorne ist weg. Okay, warte mal. Gucken wir mal, ob er... Ich schau mal ganz kurz hier in der hinteren Ecke nochmal, ob hier irgendetwas ist. Ja, kannst auch vergessen. Dann braucht so dicke Füße. Komm hier nicht durch. Kommen wir nicht durch. Keine Chance. Schauen wir mal, ob jetzt hier vorne irgendwie. Ja, okay, der Teddy wurde hierhin bewegt. Das ist aber toll. Das ist toll. So, grüner versiffter Teddy ist bei Visite. Wie ich jetzt nicht, wie ich es anders auslegen soll. Okay, the room looks familiar. But what? Warum sieht der Raum jetzt familiar aus? Also ich weiß jetzt, bin jetzt einmal, ich hab den noch nicht gesehen. Also wir waren bestimmt schon mal drin, aber ich wüsste jetzt nicht, welcher das jetzt ist. So, ja, hier war die Sackgasse, genau. Und hier? Nee, just don't look up. Na okay, jetzt weiter. Schauen wir mal. So viele Räume waren es ja hier vorne nicht. Wir laufen einfach alle ab. So, vielleicht finden wir nochmal einen anderen Teddy. Teddy! Oh Gott. Ja, hier anscheinend. Okay, hier war es wohl. Ja, na klar. Sieht's auch. Ja, täuschend aus. Täuscht echt wie auf Bild.
So, das obere Bild kann ich nicht identifizieren. Ich sehe da auf eine Uhr und... Förderband? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht identifizieren. Okay, wir haben zwei Räume. Dazwischen ist eine Bahre. Und da unten ist anscheinend ein Schlüssel im Bad. Okay, das würde ich jetzt mal anpeilen. That looks like the hallway I was in. The familiar clock on the wall. There should be a door somewhere. Irgendwie. So, warte mal, Bart war doch hier, ne, oder? Ich möchte das nicht, ich muss Benny. Ich muss Benny. Ich will jetzt meinen Benny haben hier. So, warte mal, hier ist dann Bart. Ah, guck mal, und hier haben wir jetzt einen Schlüssel. Das ist aber... hallo. Take. So, und die einzige Tür, die verschlossen... Wie ist es? Die hier vorne. Aber wir sollten ja noch irgendeine Uhr finden. In the hallway. Aber warte mal, die Hallway ist doch... Warte mal, die Hallway ist doch da hinten. Und die andere Tür ist auch verschlossen da hinten. Dann nehmen wir lieber da hin. Das ist, glaube ich, das war doch die Eingangshalle, oder? Da, wo es so schön leuchtet. So einladend. Nicht. Oh, Mann. Mann. Das ist aber auch wirklich ein schlimmes Spiel. Mann. Oh, ihr habt so ein Schwein, dass wir das für euch spielen. Und ihr das jetzt nicht machen müsst. Ansonsten hättet ihr das spielen müssen. Ja, müssen. So, passt der hier? Hey. Cutscene komplett in schwarz. Kann man auch machen? Wahrscheinlich zensiert. Weil so krass hat noch niemand vorher eine Tür aufgeschlossen. What is this place? What für ein Place? Okay. Okay, wo... Was? Wo? Wo sind wir? Wir haben eine Spur. Soll ich der Spur folgen? Will ich der Spur folgen? Blatt unser Flur. Wo ist das? Oh, das sind Augen! Na? Purzelchen! Oh man. So many people. Man, woman, children. And for what? Why have they done all this? It was clear from the start that this was bullshit. Wie Schwarzenegger. Bullshit! Dr. Borkov, what did he try to achieve? I think he just loved to hurt people. Gets off on a torture. I'm glad they're shutting down the project. But the blood on my hands, I don't think I'll ever come off. Ja, deine Mitschuld kannst du dir hier nicht von den Händen waschen, das Blut. Und wer ist Dr. Borkov? Ein scheinbar ein Sadist, der es liebt zu foltern. Oh Gott, ich folge einfach. Alter, ist das... Wo ist denn... Ist doch hier kein Krankenhaus mehr. Oh doch, es ist eine Krankenhausbare. Es kann nur ein Krankenhaus sein. Mein Fehler. So, Access Point. Was? Okay. Geh mal hier hin. Hm, what's the smell? Ja. Also sorry, wenn die Kamera jetzt so ein bisschen wackelig wird, aber das ist, man wird echt panisch und muss sich umschauen. Alter, wo bin ich hier? Was ist für eine Mine hier, oder was? Ja! Was ist das denn? Und warum zur Hölle hat man diesem armen Wesen niemals die Fußnägel geschnitten? Pediküre, sofort! Oh mein Gott. What the hell is this? This thing is just huge. I hope it's dead.
F-U-C-K. Ah, noch so ein Hansen hier drin, Alter. Okay, ich hoffe nur... okay. Ich hoffe einfach bloß, dass sie hier so einfach schön drin bleiben. So wie sie sind. So könnt ihr hier drin bleiben. Ha? Easy. Schöne Ding. So, nicht, dass das jetzt hier noch zu so einem Resident Evil wird, dann hier drei so einen Tyrants hier kämpfen muss. Na gut, wir gehen mal weiter. Hallo? Oh, hier haben wir noch was zu lesen. The latest experiment was a success. Can't say the same about previous cases. But this time the subject seems stable. Muscle mass increased steadily. However, intellectual compatibility continuous declines. Oh, das geht aber auch locker von der Lippe der Textmusik lang heute. Wunderbar. It would appear the subjects experience total memory loss. They have no recollection of who they are and what happened to them. That's good for us, right? All of the subjects have gone completely bold. Their voices cult have undergone irreversible change, and they have lost the ability to articulate words. So wie ich. They now emit weird noises akin to laughter or something else entirely. Another peculiar. Was ist das alte Wort, die ich noch nie in meinem Leben irgendwo gelesen? Nie. Upgrades in their eyesight. The subjects can definitely see in the near total darkness, and their eyes seem to reflect light. Wraith are hunting, really. The subjects are getting more and more aggressive towards personnel. They still manage to keep them under control. So far, so good. Unfortunately, we still cannot determine what causes loss of signals between subjects' brain implants and our machines. But we are working on it. Let's continue the research. Ja, wunderbar. Also, die Subjekte haben halt einfach verlernt zu reden irgendwie. Die Augen reflektieren mit Licht im Dunkeln, wie wir es vorhin schon gesehen haben. Und sie werden immer aggressiver gegenüber dem Personal. Und die haben anscheinend einen Chip drin irgendwie. Und die arbeiten halt noch daran, irgendwie, dass sie die mehr unter Kontrolle bekommen. Aber ihr werdet das wahrscheinlich besser wissen, weil ihr könnt besser Englisch als ich. Und von da... Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was ist das da? Ein Knopf? Nein? Geh mal dahin. Wo ist das? Kann ich hier nicht hin? Wie komme ich denn da hin? Nee. Das ist nicht der Weg. Also irgendwie will ich dahin, wo es leuchtet. Da, wo Licht ist. Ich möchte ins Licht. Wie eine kleine Motte. So. Irgendwie werden wir da hinkommen. Wahrscheinlich hier. Gehen wir hier lang. Dubidi-dubidi-du. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ach du Scheiße. Okay. Oh, Videokassette. Oh, warte mal. Erstmal zu lesen wieder. Oh, man. Is that a dead body? There are a note next to him. Okay, wir... Eins... Benzinkanister. Zwei, Generator. Drei, Licht. Plattform. Okay. Ah, man kann es ja nicht lesen, Alter. 20. Dezember 1985. Take ich. So, Kumpel, wie sieht's mit... Ach Gott, nee, das sieht auch schon nicht... Kann man das nicht mal einfach wegmachen, nachdem man hier fertig ist? Ich verstehe sowas nicht. Oh, da drüben sehe ich schon mal... Hier ist nochmal ein Zettel, aber da drüben sehe ich schon mal die Medizinkanister. The previous batch died within a week from inserting the brain implants and injecting the serum. But this is something else. The physical attributes are rapidly increasing... And their immune system seems to be able to withstanding exposure
of all of the viruses and bacteria we introduced. All of that. A mere week after the introduction of the new serum. We are excited to have Dr. Berkoff join this project. Everything has been going much faster and smoother now that he's with us. He vast expertise and innovating ideas led to a breakthrough with the serum development. The best one yet. Alles klar. Schön, schön, schön. Wir haben alles also reingepumpt, was wir hatten irgendwie an Viren und Bakterien irgendwie. Lief alles super. Und dann kam noch Dr. Berkoff dazu. Und dann lief es noch smoother, noch besser. Ich freue mich. Das ist ja toll. Mit dem neuen Serum. Und wir haben den Benzinkanister. So, dann lass uns mal... Ah, hallo. Dann lass uns... Na? Lass uns da mal kurz gucken, wo wir hier irgendwie... Warte mal, oh, hier aber kann ich hier nicht. Ich habe da eine Kassette gerade gefunden. Ich habe keinen Strom. Okay, wahrscheinlich müssen wir erstmal einen Generator anmachen. So, wo ist... Generator? Gucken wir mal. Rufen wir nochmal dahin, wo der ekelhafte Vielofen hin verschwunden ist. Yay. Toll. Der Sound ist noch an. Der Hall. Hallo? Hallo? Ich mach mal aus. Sorry. So, Kabeltrommel. Wunderbar. Europalette. Schön. Komm ich hier durch? Ja, komm ich hier durch. Hier ist nichts. Hier ist nochmal ein kleiner Ölkanister. Oh, hier. Hallo, 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 hallo. Generator. Generator. Filled up the fuel. There should be a start button somewhere. Ist das der Startbutton? Let there be... what's the sound? Klingt wie eine schwere Maschine. Oh, okay, der ganze OP ist weg. Wo ist der OP? Die TV wirkt. I need to see if I can watch the tape. Ja, dann lass uns doch mal das Tape einwerfen. Ist ja auch nicht so, dass man das jetzt unbedingt hier vor Ort machen muss. 20. Dezember. Immer hier bin. Nein, ich bin gespannt. Also soweit, wenn du bist. Muss natürlich noch Play drücken, ist ja klar. So, ich seh nix. Ist ein bisschen hell, das Bild. Kann man mal ein bisschen... Oh, ah, okay. Alles klar. Oh, sorry. Ach ja, das ist meine Lieblingsfolge aus Emergency Room. Hier sehen wir gerade George Clooney. Hier gerade die... Brustvergrößerung durchführt. Sorry. Ah, ist das schlecht. Ah, Wissenschaftler halten Dinge hoch. Is this a record of the experiments that looks place here? Ja. Wird wohl hier passiert sein. They really experiment on people. Ja, das ist jetzt aus dem Video nicht hervorgegangen. It's terrible. Ja, das... Also, ich war jetzt vielleicht... Ich weiß nicht. Also, mir kam das jetzt nicht so wie der totale Totschlagbeweis vor. Irgendwie, dass jetzt hier... Oh, eine Treppe. Eine Leiter. Dass hier Umbrella jetzt plötzlich am Start ist. Weg da runter? Nee, ich will eigentlich nicht da runter. Ah! Kann ich? Oh nein, ich muss hier runter. Oh, man muss das wirklich mal auf die Kette kriegen. Du bist in einem scheiß verlassenen Krankenhaus, mitten im Wald, im Nichts, im Nirgendwo. Und du weißt, da sind Beknackte, da sind Irre, da sind irgendwelche durchgeknallten Experimente, Inzucht, Wichser, was auch immer irgendwie. Und die wollen ja ans Leder. Und du kletterst immer tiefer runter. Immer tiefer. Also ich würde es nicht machen.
Ich würde es nicht machen. Ganz schön Respekt vor den Coronas hier, aber ich würde es jetzt nicht machen. Aber wahrscheinlich hat er einen armbruchschwachen Monat gehabt und deswegen muss er die Scheiße durchziehen. So. They're closing the project. One of the recent subjects escaped. The one from the latest test batch. It tore several lab assistants and a couple of security guards to pieces and vanished into the vents. Wunderbar. Schön. We tried to stop it by initiating a lockdown, but it looks like it's managed to escape before the vent dividers full closed. Oh God, what have we done? We were supposed to create remote control super soldiers, and we created an apex predator with human intelligence, various strange, unparalleled agility and night vision. I hope to capture the subject soon. Or else. I don't want to think about it. Ja, so ist es. Irgendwie. Erst mischt ihr hier lustig mit eurem Chemiebaukasten rum. Irgendwie. Ihr habt jetzt super Soldaten, die Nachtsicht haben. Super strange und. Also super Stärke und menschliche Intelligenz. Und jetzt sind sie abgehauen. Haben noch ein paar Leute zerlegt irgendwie. Und ja, so ist es. Was habt ihr erwartet? Daran habt ihr die ganze Zeit gearbeitet. Und jetzt plötzlich, oh mein Gott, wir können es nicht kontrollieren. Wer hätte es gedacht? Ja, eigentlich aus einem einzigen Film aus den 18, was ihr lernt. Was ist das? Dr. Borkov ordered that everyone should leave the lab today. Told us to leave everything behind. Say, the experiment had failed and we would never to be able to control them. All projects, documentation will be destroyed. The subjects shall be put under and transported to a separate location. They are closing us down. The hospital on top on the lab as well. This is it. Months of work gone to waste. I don't know what's going to happen next. I guess they will burn the places down and extend the lockdown infinitely. Either way, all vital missions will be forgotten. Ah, screw that. I just want to get out of here. We all do. As soon as possible. Sometimes, when you listen closely, despite all the movement and the shooting and noises, you can hear something knocking on the vents. Oh. These horrible noises give me chills. Ja, na, wenn's nur Chills sind. So, ein Walkie-Talkie. Kann man. Is that a camera? Oh, so bin ich die. Wir sind anscheinend nicht die Einzigen. Schön. Aber mit Cutscene, immerhin. Geiler Shit. Da waren sie schon, die ganzen Augen, Alter. Da waren sie schon. Ach du Kacke. Ja, jemand. Ach du Scheiße. Okay. Oh, verdammte Axt, Alter. Ja, der hat's mal nicht geschafft. Ach du Schande. What the hell? I recognize the location from the video. I've been there. The plush daddy, bear on the table. Alright, fine, I had enough. I have to, glaube ich, get out of here. Können wir nicht auch ein bisschen was mitnehmen hier aus der. Guck mal, Solid Nest hier oder was anscheinend. Oh, aber Akku läuft noch. Kann also nicht so lange her sein. Na gut. Dann wird es Zeit hier. Das Building zu leften. Okay. Mal schauen, ob das jetzt so problemlos vonstatten geht, wie ich mir das so erhoffe. Ich denke nicht.
Damn, the sound is like the generator shut down. Great. Und ich betone nochmal, wir rennen schon. Das ist Rennen. So, hoch die Treppe. Leiter. Ich geh mal Treppe dazu. Oh, schöner blutender Teddy hier. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Ist voll lieb von euch. Und überhaupt nicht gruselig. So, soll ich jetzt einfach... Ich würde jetzt einfach auf den gleichen Weg raus wie Grinnikum bin. Oh, Cutscene. Oh, und da kommen sie. Oh, da kommen sie. Oh no, oh no, 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 no. Hm. Okay, alles klar. Das Skelett steht vorne auch nicht da. Oh mein Gott. They were chasing me. I need to get out of here as soon as possible. Ja, 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 ja. Los. Und komm, lauf. Oder geh. Ich meine, prinzipiell ist das eigentlich richtig so. Rennen kannst, solltest du tatsächlich nicht irgendwie, weil du solltest so leise wie möglich sein. Irgendwie das... Ach, du nicht. Oh Gott. Und da kommen sie. Sie kommen. They are here. Don't freak me. Stop. Oh Gott, Alter! So. Elvis has left the building jetzt, aber sowas von zackig. Lass mich, hau bloß ab, Alter. Kann ich? Ich möchte raus. Oh, Cutscene, Cutscene! Komm, Junge, lauf! Sieh nicht zurück! Oh, after Tim releases the video, the police decide to investigate the place. They dispatch a team who turned the place upside down. Plenty of documents, machinery and clothes belong to people who had gone missing through the years. Oh, ha, okay. Many relatives and friends of those who don't missing and who documents were discovered. Reach out to Tim, thank him for... Okay, alles klar. Wow, und das war Abandoned Souls, ihr Lieben. Krass, oh, Special Thanks, Emika Games hat mitgemischt, das ist ja geil. Das ist ja geil, schönes Ding. Also ich fand's mega, mir hat's gut gefallen. Wie es euch gefallen hat, würde ich gerne mal unter diesem Video in den Kommentaren lesen. Ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Videosession wieder. Bis dahin, haltet euch fern von irgendwelchen verlassenen Krankenhäusern im Wald. Bis denn, tschüss.